Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe echt hart gelitten. Aber das kannst du als Blindspieler aber auch echt nicht wissen. Also das Spiel, das hat null Tutorial. Wirklich, als ob man hier in so einem Zelda Extreme Game ist, wo man einfach überhaupt nichts wissen muss, wo man einfach sofort loszocken kann und alles weiß, ne? Ich finde es ziemlich interessant, wie die das mit dem Code gemacht haben. Naja, eigentlich, ich habe bei Let's Play Markus geguckt und der hat da noch was gesagt, das werdet ihr gleich sehen, was ich ziemlich interessant finde. Also, wenn man mit Rebecca geht, gibt es auch bei einer bestimmten Stelle gleich eine extra Zwischensequenz. Die gibt es bei Billy nicht. Ich habe das, konnte ich ja nicht wissen, ich spiele das ja blind. Aber ihr werdet es gleich sehen. Und zwar ist ein Zombie nicht irgendein Zombie. Und es ist mir auch gar nicht aufgefallen beim Hinrennen. Achtet mal drauf, also nicht hier. Ja, hier jetzt sind ziemlich viele, ne, ja. Ja, nein, klar. So. Okay, alle tot. Und zwar, ich glaube, jetzt kommt der. Sieht man gar nicht bei Rebecca, finde ich ziemlich interessant. Und zwar, dieser Zombie. Ja, bei ihm steht hinten Stars drauf. Das ist nicht irgendeiner, das ist Edward. Aber Billy kennt ihn halt nicht, deshalb hat er ihn nicht erkannt. Und Rebecca hätte ihn erkannt. Aber Billy hat ihn nicht erkannt. Und wir kommen ja von da. Und ich glaube, da steht Edward dann auch nicht mehr. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Dürfte aber nicht so sein, sonst wäre das ziemlich unlogisch. So. Und zwar verläuft der Code so. Da waren jetzt 10 so Schritte, ne? Aber dieses Hashtag, also dieser Schrägstrich und dann diese Zahl, wir müssen nämlich, indem wir den Code aufgeben, irgendwie auf diese Zahl kommen. So, ja. Aber das einzig Wichtige ist eigentlich die Magnetkarte. Ich dachte kurz, ich habe sie nicht mitgenommen. Dann wäre ich ausgerastet. So, unlocked. Wir müssen jetzt irgendwie auf 67 kommen. In den 10 Schritten. Aber wie geht denn das? So, machen wir mal hier 27, dann so 37, dann 45, 53. First try. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Ziehe jetzt die Bremse. Und wie machst du das, Rebecca? Ach du Scheiße. Oh, ich muss mir das merken. Aha. 10. 20. 25. 30. Yes. Alter! Ja, nice. Ich hab's doch jetzt geschafft. Was willst du denn? Jetzt zieh doch die Bremse, wo auch immer sie ist. Ich hab den Code doch gerade hier. Oder warte. Ey Leute, das ist Betrug. Das ist echt Betrug. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist nicht wahr, oder? Wenn ich jetzt verkacke. Hä? 10, 20... 25, 6, 7, 8, 9. Ja, und jetzt? War das falsch oder was? Ach so, das war falsch. Hä? Als ob. 6, 12, 18. Bis 20. 30. 2, 4, 5, 6. Ach so, ich musste das jetzt oft genug einfach mal machen, okay. Keine Ahnung, jedenfalls hat es jetzt geklappt. Oh Mann, ey. Das Spiel bringt mich aber auch echt, das ist so unerklärlich einfach. Ich hasse diesen Zug. Stirb.
Alles klar, wo sind wir? Nice. Ah, stimmt, vorne war ja, da waren ja noch Rebecca und Billy drin. Ob die noch leben? Billy schon. Schon, steh auf. Rebecca? Rebecca? I'm here. Ja, genau so, beides so unverletzt irgendwie. Managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Oh, geil. Machst du mal was, Junge? Der ist ja voll inaktiv. Ja, ich hab doch auf Team und auf Angriff. Was für ein Betrug. Was ist das denn? Ja, wenn er da einfach rumsteht, dann tut's mir ja leid, Alter. Ohne Scheiß. Betrug. Aha. Lass doch die arme Rebecca in Ruhe. Oh, Heilungsspray, das brauche ich jetzt. Aber ich kann es auch sofort verwenden. Okay. Oh, Billy. Oh, Billy. Oh, Billy. Hier ist mal was für dich, glaube ich. Oder? Vor allem, der kann das auch einfach mitnehmen. Ist ja voll geil. So, aber was liegt denn hier noch? So, das ist Kraut. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Wir kommen weiter. Ich habe mal eine Frage, wo ist das Gewehr hin? Okay, ich habe damit eh null Schuss. Ich habe mit allem hier null Schuss? Bitte? Gibt's hier noch irgendwo Muni? Da. Deshalb hat er nicht geschossen, weil er keine Muni mehr hatte. Ach so. Lol. So. Okay, ab ins Wasser. Wenigstens kommen wir mal im Spiel weiter hier. Und es sieht jetzt gerade nicht nach ekelhaften Rätseln aus. Okay. Warte, 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 warte. Ich möchte mal kurz abgehen. Gefahr, Zutritt nur für Befugte. Nice. Ja, okay, es nützt es nichts, das kaputt zu machen. Wir können erstmal nur hier hoch. Dann gehen wir auch mal hier hoch, ja. Bin gespannt, wo sie hier eine Schreibmaschine platzieren wollen, um zu speichern. Ja, hier kann es sehr gut eine geben. Was sind wir denn hier? The Umbrella Research Center? First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with Attention. Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you?
It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Der hat doch echt gelitten. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them. Didn't you? Was? Guck mal hier. Alter, bin ich ein Spast. So, erstmal möchte ich mich mal hier umgucken. Was ist das denn? Was ist das für ein Tempel hier, ja? Man kann hier bestimmt irgendwo speichern, oder? Ich denke auch nur daran. Ich möchte einfach die Zuggeschichte hinter mir haben. Sieht stark danach aus. Nice. Das gefällt mir, diese Kommentare. So. Hier steht auch ein... Oh, guck mal, hier steht aber Benzin rum. Benzin mag ich. Ja, warte. Okay. Alter, was haben wir alle hier für Objekte denn? Brauche ich den Greifhaken noch? Mal ohne Spaß, brauche ich den noch? Ich behalte ihn mal. Der nimmt aber ziemlich viel Platz im Invent. Ach du Scheiße, wo kommst du denn her? Alter, der ist ein besonderer Zombie. Der kann... Alter! Ach komm, ich verpiss mich einfach aus diesem Raum hier. Scheiße. Also wenn irgendwo... Was bringt Kraut eigentlich, ey? Warte. Warte mal. Hat hier irgendjemand Kraut? Hast du Kraut? Nee. Er hat kein Kraut. Warte mal. Heilt Kraut. Da will ich jetzt wissen. Warte, komm, ich wechsle mal wieder. Geh hier in die Schoße rein. Mir wird halt auch nicht gesagt, was was macht, ne? So, also sie kann irgendwie Kraut herstellen. Aber guck mal, wenn ich das jetzt hier aufnehme. Guck mal, heb mal das Kraut auf. Und auf Verwenden gehe. Hä? Ich hab doch. Ah ja, das habe ich vergessen abzulegen. So. Was passiert denn, wenn ich das nutze? Also Kraut. Wo steht denn das jetzt? Kraut ist weg. Okay, das Kraut. Warte, was nützt rotes Kraut? Also, guck mal, ich gehe jetzt auf hier verwenden. Sorry. Ich google mal nach im nächsten Part. Was Kraut macht. Ich informiere mich mal, weil das geht mir auf den Sack, dass ich einfach nicht weiß, was Kraut macht. Die Tür ist warte. Die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Oben ist das Bild einer Ureinweg. Okay. Mehr gibt's hier wohl auch nicht, ne? Oh, ich sehe den Schatten.
Aua. Aua. Alter, wenn du jetzt stirbst, ne, dann raste ich aus. Wie sieht's aus? Es sieht echt scheiße aus. Kann hier nicht irgendwo was liegen. Ich spiel doch schon auf einfach. Und ich hatte Schiss, dass es zu einfach wird. Also wenn ich jetzt hier keinen Speicher... Oh, warum kann man nicht einfach auf der Stelle speichern? Ey, das ist doch so ein Scheiß. Wirklich. Ja, von hier kommen wir, ne? Gibt's hier nicht irgendwo der Ort zum Speichern? Weil mich das einfach hinter mich ab. Oh, deine Mutter, ey. Es liegt hier Muni. Also den Ort zum Speichern gibt sie wohl nicht irgendwas. Alter, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Oh nö. Ich will hier nicht hin. Achso, da kann ich wohl nicht vorbei. Ja, dann. Ich kann ja auch nichts untersuchen. Dann gehe ich wieder. Vor allem ist jetzt hier Billy nicht mitgekommen. Was soll das? Junge. Super. Okay, was haben wir hier? Ja, lässt du mich mal bitte das untersuchen? Ja, nimm mit. Keine Ahnung, was die bringt. Noch ein Gewehr. Oh Mann, ich will einfach nur speichern. Ohne Scheiß. Da ist eine Leiter, lol. Ja, mach einfach. Hi. So, komm schon. Okay. Steht ziemlich viel Kraut rum. Mann, ich will doch einfach einen Ort zum Speichern finden. Mehr auch nicht. Ist das so viel verlangt? Okay. Bin ich ihn jetzt wieder. Aber von hier komme ich nicht. Nee, ist eine andere Tür. Ich bin im ersten Stock. Komm, lass mich speichern, bitte. Junge. Mach doch nicht so ein Dünnschiss. Das ist die Tür, okay. Cool. Ich raste gleich aus, Mann. Ich will einfach nur speichern. Warte, warte, warte. Hey, hey. Nein, 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 nein. Ne. Ne. Okay, aber was ist das? Nimm halt mit, Junge. Wir gehen zum Speicherort sofort.
Aber wo ist das? Moment mal, warte. Ich möchte mal hier lang gehen, möchte mal nochmal gucken, was hier ist. Warte. In der Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Okay. Alles klar. Hier ist auch noch mal so eine Riesentür. Wo führt die jetzt mich hin? Alles klar. Wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind. Okay, cool. Also wir haben schon mal diese eine Statue. Okay. Guck mal, hier gibt es eine Treppe. Ganz wichtig. Die Treppe zur Statue muss ich mir... So, okay. Jetzt weiß ich natürlich, wo wir sind. Karte. Wow, gibt's den Speicherraum. Der ist direkt hier. Warte, guck mal. Ich bin hier die Treppe runtergegangen, um Speicher abzusuchen. Und der befindet sich hier. Und ich bin nach links gegangen, habe einfach alles durchgecheckt. Obwohl man hier... Oh, deine Mutter, ey. Scheiß. Ja, okay. Warte, haben wir das schon erkundet? Dann lass das schnell hier noch erkunden. Aber in Gut und Böse im Gleichgewicht geraten. Hier waren wir doch. Ja, hier waren wir. Kannst du mir nichts erzählen, du. Hier waren wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren wir hier. So. Feuermotiv. Okay, wie es hier weitergeht in Resident Evil Zero, das weiß ich nicht. Und das werden wir einfach mal gucken, was im nächsten Part ist. Ich habe nämlich gar keinen Plan. So, danke fürs Zusehen, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Speicher. So, ja. Gott sei Dank. Ey, so keinen Bock drauf, ey. Alle. Gut. Danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Part. Ups. Moment mal. Warte. Die Karte ist hilfreich. Die Karte ist echt hilfreich. Tschüss.